Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Vampire The Masquerade. Mit mir, dem Matt. So, wir waren hier im Lucky Star Hotel und dort sind wir jemandem auf die Spur gekommen. Wir haben eine Karte gefunden, die Zugangskarte der frommen Brüder From Brothers Health in Santa Monica. Tja, werden wir da denjenigen treffen? Und für alle, die sich jetzt fragen, hey, da warst du doch vorhin und hast schon da geguckt und dachtest, du hättest den Schlüssel davon. Das ist, glaube ich, ein Zufall. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich die Quest schon mal gemacht hätte. Selbst, also ich kann mich nicht mal dran erinnern, dass es die gab. Ob die vielleicht zum Mod gehört oder ob man die immer spielen konnte und ich die einfach nur stumpf nicht gemacht habe, das weiß ich nicht. Aber das war echt ein Zufall. Ich dachte, wir hätten diesen Zugangsschlüssel gefunden. Nach Santa Monica, bitte. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht der Fall. Vielleicht bin ich jetzt auch auf dem falschen Dampfer und wir sind da schon wieder falsch und laufen da zum zweiten Mal umsonst hin. Aber dann ist das so. Dann haben wir uns das so ausgesucht. Nee. Alter, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Ich dachte gerade schon, jetzt wo ich die Tür geöffnet habe, geht's direkt los. Und irgend so ein verrückter Typ kommt auf mich zugerannt und haut mich um. Dann ist das nur der Penner. So, dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Oh, das lädt sogar. Das ist gar nicht gut. Wenn es lädt, ist. Yeah. What the fuck? Der Typ will mich doch verarschen, oder? Wo ist der hin? Alter. Nee, die Quest habe ich echt noch nicht gemacht. Ist ja geil. Ah. Oh. Was erwartet uns hier? Ein Rottweiler, der nicht rauskommt. Und noch einer, der nicht rauskommt. Tut mir leid, aber ich muss dir kurz dein Blut nehmen. Oh, es tut mir wirklich super mega leid, aber ich will nicht. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ja, wir gucken da gar nicht hin. Alter, ist das spannend. Jetzt auf dem. Alles klar, Junge. Da habe ich mit gerechnet. Glaubst du nicht? Kannst du aber. Wo? Ja, hier kann ich gar nicht lang, wa? Nanu. Kann ich da hoch? Auch nicht. Was will er denn jetzt von mir? Wie soll ich denn, wo soll ich denn jetzt lang? Super. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier lang laufen soll, oder nicht? Kann ich hier die Kisten anheben? Nein, kann ich nicht. Okay. Oh, hier krieg ich Schaden von den dämlichen Dingern. Oh, wie geht's jetzt hier weiter? Das ist die große Frage.
Tja, ich verstehe nicht ganz, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Oder hätte ich hier... Oh. Okay, dann war das einfach nur ein Bug. Schön. Toll, jetzt habe ich den Blutraub angeschmissen, den nicht getroffen. Vernicht. Vorhandenes Target. Wow. Das finde ich auch ein bisschen zweifelhaft hier, dass der die Dinger hier einfach so durch die Gegend wirft. Ob das von den Spielprogrammierern so vorgesehen war, dass hier Autos durch die Gegend katapultiert werden, die man selber nicht bewegen kann, die einem rein theoretisch den Weg dicht ballern können. Der Penner! Wow! Alles klar. Jetzt müssen wir hier rüber. Was nicht geht. Okay. Soll wohl heißen, hier ist dicht. Aber hier rum geht's. Alter, Alter. Aha. Da haben wir ihn erwischt. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Back off, Vampire! Stay the fuck back! I did nothing to you! Was los? Angst vor einem fairen Kampf? Work is done. I don't want to, but I'll fight you to the death. Was ist denn deine Arbeit? Wahllos Obdachlose töten? Vampirgeheimnisse verraten? What the hell do you care? I don't give a damn if you understand. Ich würde gern deine Erklärung hören. So you can pass judgment on me? So you can decide if those murderers deserve to be gutted? You'll never know how it feels, never! Du hast die Maskerade gebrochen und die Sicherheit aufs Spiel gesetzt. You think your bullshit vampire rules mean a goddamn thing to me? Nothing matters to me. Ich bin trotzdem neugierig auf deine Gründe. My children were butchered by small-time criminals, just looking to rob a house, steal a car, take whatever. No sense to any of it. No plan, no ransom, just kill them because why? Because they were there, in the way? Was hättest du tun sollen? Not one of them paid. My whole family dead, my life gone. I'm supposed to let that happen. Diese Morde waren deine Rache? Revenge, Justice, whatever you want to call it. All I thought about is taking these evil animals, ripping them to shreds and licking their blood from my claws. Du hast dich dem Tier in dir hingegeben. At least I put it to use. How many vampires have used their abilities for a just cause? At least I did something. Vielleicht, aber du hast die Kontrolle verloren und musst die Konsequenzen jetzt tragen. Erinnere dich, du hast mich dazu gebracht. Oh, was passiert? Oh. Oh oh. Ich glaube, der Typ ist eine ganz harte Sau. Auf jeden Fall hat er Gestaltwandel bis Bagdad. Tja,
Und so endet es, wenn man sich mit dem Killer Tremere anlegt. Dem König des Blutes. Aber wer war dieser andere Typ? Das ist doch die große Frage. Wer war der große Unbekannte? Ich guck da nochmal rein. Ich will nur nochmal sicher gehen. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Okay. Gut. Der Rest ist irrelevant. Na gut, okay. Dann war das jetzt eine kleine Quest. Er wollte seine Familie rächen, hat die Maskerade gebrochen. Wir haben das getan, was das Beste für alle ist. Und ihn der gerechten Strafe zugeführt. Der Zweck heiligt nun mal nicht die Mittel. So viel sollte allen klar sein. Jetzt haben wir wieder 5 Erfahrungspunkte. Und wir gehen jetzt mal kurz unsere Bude abchecken. Außerdem will ich einmal kurz zum Mercurio, um zu gucken, ob der vielleicht noch irgendwas im Angebot hat. Und dann könnten wir eigentlich bei der Blutbank auch noch ein paar Blutkonserven kaufen. Was haltet ihr davon? Könnte sein, dass es mittlerweile ein bisschen schwerer wird. Und die nächsten paar Sachen, da wollen wir nicht ohne sowas dastehen. So he's agreed to start filling my wish list for a cut. Got a SWAT rifle out of this trip. Interested? Oh ja, das geht ab. Okay. Das ist wahrscheinlich nicht die SWAT rifle. Atem des Drachen. Eine. Oh, Phosphorgeschosse. Ey, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das sind die Benzinkanister, okay. Halleluja. Richtig krass. Tja, wollen wir die, ist die Frage. Leisten können wir sie uns. Gucken erstmal, was wir so verkaufen können. Und danach entscheiden wir. Hier der Ring, den können wir doch schon mal verkaufen. Das Autoradio, auch. Und, was haben wir hier noch? Ein Klemmbrett. Achso, ja, nee, das nicht. Genau, Computer für Omas verkaufen wir auch. Brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Können wir nie lernen. Ist schon okay so. Gut, im Angebot hat er also den Atem des Drachen. Okay. Und einiges an Munition. Die SWAT Rifle wird dann wohl hier die French Spaß sein. Das haben wir, glaube ich, auch nicht, das Gewehr. Aber ist jetzt auch nicht so auf meiner super Wunschliste. Aber das Ding, das will ich haben. Ah, wir haben keinen Platz mehr. Okay, dann müssen wir irgendwas loswerden. Der macht 33. Der macht auch 33. Der ist leichter zu schießen. Lädt länger nach. Im Prinzip ist das eigentlich das Ding, was wir am wenigsten gebrauchen können. Deswegen verkaufe ich es jetzt. Vielleicht werdet ihr alle schreien und sagen, ah nein, verkauft das nicht. Aber das ist schon okay. So, Phosphorgeschosse für den Atem des Drachen. Kaufen wir 50 Stück. Aber mehr geht nicht. Dann möchte ich hier für die Remington noch Munition. Was wird die wohl verschießen? So, Grundschaden, Tödlichkeit. Müssen wir mal gucken, was das. Kaliber 50. Colt Anaconda. Das wird eher sowas hier sein. Kaliber 33.
Nee. Wir haben doch noch Geld, oder? 332 haben wir noch. Was ist das hier? Auch Kaliber 33. Okay, wo wir die Munition herkriegen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ist auch nicht so wild. Das sollte erstmal reichen. So, meine Lieben. Ich vergesse nichts und ich vergesse alles. Aber daran habe ich gedacht. Wir haben hier noch ein Schloss zu knacken. Schwierigkeitsstufe 8 ist das. So, wir haben hier Sicherheit 4 und Geschicklichkeit kommen wir auch locker. Also, oh. Können hier keine Disziplinen benutzen. Das ist schlecht. Dann können wir auch keine Blutmacht anschmeißen. Das heißt, wir brauchen Geschicklichkeit 4 und Dings 4. So. Und natürlich lese ich die Kommentare. Und in den Kommentaren habe ich gelesen, dass es doch super schlau wäre, einfach mal ins Krankenhaus zu gehen und da den Doktor zu trinken. Und weil ich das gelesen habe und das für gar nicht so dumm hielt, machen wir das jetzt einfach mal. Sir, can you hear me? Tür zu. Und Prost. We're getting no response. Habt ihr gesehen? Während ich den getrunken habe, ist der andere Typ aufgestanden. Das fand er gut. Zack. Gut. War ein kostenloser Blutsnack. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und war einfach wie sonst nichts. Einfacher hätten wir nicht an Blut kommen können. Und vor allem auch nicht maskeradeschonender als das. Wunderbar. Dann wollen wir mal schauen, was hier so abgeht. Wir haben noch mal ein bisschen Kohle. Das finde ich gut. Die haben wir bestimmt vergessen von dem einen Auftrag. Aber Vampire brauchen auch kein Geld. Ich wette, der Typ ist immer noch so leer, wie ihn wir ihn gelassen haben. Und jetzt ist er tot. Aber ich musste es ausprobieren. Das war wichtig. Unser Ghoul ist weg. Das ist nicht gut. Einmal auf die E-Mail geschaut. Dann machen wir mal die 14. Der weiße Läufer fällt. Dann machen wir mal die vorige. Genau, das war die. Der weiße Läufer fällt. Das ist die nächste, letzte Info, die wir kriegen. Tja. Wo fällt er hin, der weiße Läufer? Und wo ist mein Ghoul abgeblieben? Das war eigentlich meine Hoffnung, da ein bisschen was rauszukriegen. Menschlichkeit haben wir noch 5. Also langsam, aber sicher verwandeln wir uns in ein Monster. Da können wir ruhig noch ein bisschen gegenarbeiten. Und dann gucke ich noch mal eben, was mein Brieftasche hergibt. 400 noch was Dollar, das ist gut. Dann holen wir uns noch mal ein paar Blutbeutel. Und mit ein paar meine ich wahrscheinlich 2, weil die Schweine teuer sind. Hey Need a du. fix? Ja. So, wir haben hier einmal eine ganz reguläre Blutkonserve, einmal das Aristokratenblut und einmal das Ahnenblut. Wir wollen gerne das Aristokratenblut kaufen und einmal eine reguläre. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was für den allergrößten Notfall. Ne? So sieht's nämlich aus. Und so wie wir mich, oder so wie ich mich kenne, wird der eintreten. Ich kann euch auch versprechen, dass der letzte Endgegner ein so derber Superman ist, dass wir da richtig, richtig, richtig lange probieren werden. Und wenn wir es nicht schaffen sollten,
Dann müssen wir mal überlegen, wie wir es dann machen. Weil das Ende will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Aber ich weiß, dass man mit einigen Klassen diesen Kampf durchaus verlieren kann. Ich werde natürlich vorher, sofern ich rausfinde, wann das quasi ist, vorher alles tun, was in meiner Macht steht, um irgendwie den Kampf zu manipulieren. Dass es funktioniert. Aber es kann sein, dass wir ihn nicht schaffen. So, ja, was war jetzt eigentlich unsere Aufgabe? Nach dem ganzen Blödsinn, den wir gemacht haben, ist das so ein bisschen abhanden gekommen. Wir sollten in Downtown den Sabbat ausräuchern. Das klingt nach einer spaßigen Aktion. Wie wir in das Hotel kommen, haben wir schon gesehen. Nämlich in einer Gasse steht ein Fensterputzerlift. Und ich würde sagen, das ist genau das, was wir jetzt tun. Ich habe immer noch diesen super harten Verdacht, dass wir irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen haben, um diese Tremere-Quest anzunehmen. Und ich hätte schon nochmal Lust, in die Last Round zu gucken, ob ich da vielleicht diese Quest kriege. Aber ja, komm, wir machen das, bevor wir den Sabbat machen. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen unentschlossen. Das liegt einfach daran, dass ich noch so viel wie möglich vom Spiel mitnehmen will, bevor quasi es kein Zurück mehr gibt. Und ich weiß auch, wir sind noch lange nicht fertig. Es kommt noch eine ganze Ecke. Aber wir nähern uns quasi dem letzten Kapitel. So, als allererstes will ich mal mit dir reden. Was habe ich denn getan? Ich habe ihn da jedenfalls gesehen. Don't expect to see him until this bullshit is resolved. Yeah? Weißt du was über die Cool Gin? Do I know the Cool Gin? Those motherfuckers showed up in California 5 years ago and they're fighting us tooth and claw for every inch of the free state since. Yeah. Okay. Wie sind sie denn im Vergleich zu uns? They ain't nothing like us. They're devils, man. Shifted fucking devils. Seeing the shit they're capable of makes some of what I saw in Nam make a lot more sense. Mhm. Okay, danke. Seth. Yeah? I think you better go. No one wants to talk about this right now. Okay. Misty! Die coole Misty! Security Area. Aha. Guck mal an. Das ist bestimmt der Weg, den die Nosferatu nehmen müssen. Oder nein, steht genau hier. Hier, genau. Hier schleichen sich die kleinen Kanalratten rein. Die Nosferatu. Durch einen Gullideckel. Man muss nur lange genug die Nase rümpfen, dann findet man ihn. Na gut. Soweit, so gut. Ich würde sagen, jetzt ist der Sabbat fällig. Das war ihre letzte Aktion, die sie gefahren haben. Ich kann nicht sagen, dass ich mit dem Sabbat irgendwie in irgendeiner Form konzipiere. Das, was sie machen, ist einfach nur ein suizidales Verhalten. Und im gewissen Sinne auch ganz klar
Eine Vernichtung der Kleineren auf zugunsten der Stärkeren. Wir brauchen auf jeden Fall den Blutraub. Weil die Typen uns sonst einfach eiskalt fertig machen. Aber bis jetzt sehe ich nicht einen einzigen von denen. Okay, ich muss also anscheinend runter. Vielleicht finden wir hier jemanden auf dem Stockwerk, aber hier ist alles zugenagelt. Ist ein geiles Turf, was die hier haben. Hier unten könnte ich mir vorstellen, sie werden Kämpfe abgehalten, um rauszufinden, wer der Stärkste ist. Und von oben, von den Tribünen, kann man quasi seinen Champion anfeuern. Ah. Reden ist schwer. Gar nicht so einfach, Worte zu finden und sie dann auch zu formulieren. So. Bin mir ziemlich sicher, dass hier niemand ist. Ich glaube, die wussten, dass wir kommen. Haben uns eiskalt eine Falle gestellt. Und auch hier wieder kommt mir nichts bekannt vor. Also ich habe das Gefühl, ich spiele gerade diese Stelle des Spiels. So. Wow, in die Hose geschissen. Alter Verwalter, hab ich mich gerade erschreckt. Unsere Remington raus. Haben wir dafür wohl Munition? Ja, haben wir noch. Ein Schuss. Okay, für welche Waffe habe ich denn jetzt Munition? Für die nicht. Für die habe ich noch 6 Schuss. Für die hatte ich noch 1. Das heißt, wir probieren mal unsere Flammenpatronen aus. Ich bin dafür. Oh, krass. Das Vieh brennt. Nicht schlecht. Okay, dann wollen wir vielleicht mal in den Nahkampf mit dem Vieh gehen. Das war's. Keine Gegenwehr. Finde ich okay. Das Mädel da sieht gar nicht mehr so gesund aus. Und hier geht's einfach nicht weiter. Okay. Soll das jetzt alles gewesen sein? Ein Riesenspinnending? Okay. Das sich nicht mal wehrt? Also mal ganz ehrlich. Wenn das alles ist, was der Sabbat uns entgegenwirft, dann... Okay, das war eindeutig eine Falle. Komm, gib mir dein scheiß Blut. Oh, ich krieg kein Blut von dem, wa? Oh oh. Scheiße, scheiße. Das war eine eiskalte Falle sogar. Okay, jetzt haben wir ein Problem schon. Jetzt haben wir ein Problem. Huhuhu. Eben einmal gucken, wie viel Blut wir da aus dem Kelch rauskriegen. 1. Damit können wir uns, glaube ich, nicht mal heilen. Ja, doch ein bisschen. Puhuhu. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir hier nur auf Vampire treffen. Der Typ da hinten scheint auch ein relativ krasser Motherfucker zu sein. Wir wechseln einmal noch auf unsere coole Phosphor-Schrotflinte. Gebe ihm damit gleich hart ein paar hinter die Löffel. Nachdem wir ihm ausgewichen sind. So. Einmal wieder aufs Schwert wechseln. Während er lädt, kriegt er jetzt den Gnadenstoß. Zack. Der ist erledigt. Okay. Mal... kleine Blutkonserve getrunken. Für ein bisschen Zwischenpower.
Oh shit. Die schießen von da oben. Schweinehunde. Ich würde jetzt fast nochmal heilen, bevor die mich hier platt machen. Genau. Und dann gucken wir mal, ob wir den Typen da oben mit der Schrotflinte erledigt bekommen. Oh, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Sehr gut. Das ist super. Wenn hier ein paar Menschen dabei sind, dann wird es lange nicht so schwer. Wo war der? Wer schießt da auf mich? Ah, da. Der Typ. Pfui. Okay, jetzt müssen wir hier hoch schnell und uns den Menschen hier schnappen. Der kein Mensch ist, sondern ein Vampir. Das ist aber ein Mensch, oder nicht? Komm, gib mir dein scheiß Blut. Danke. Gut. Gut, soweit sieht's ganz gut aus. Bis auf der schwer heilbare Schaden, den wir geschluckt haben. Aber der musste einfach sein. Das ist auch ein Vampir. Den lassen wir einfach nicht mehr aufstehen. Der hat sich ins Aus manövriert. Okay. Und dann ist da oben noch so ein Spuckevieh. Tja. Ich gebe mir nochmal eben die Blutheilung. Und dann würde ich vorschlagen, nehmen wir die Blutgeschosse schon mal ran. Knallen eben so ein paar hier schon mal auf den Wanst. So. Da haben wir die meisten der Sabbat-Leute erledigt. Zumindest auf dem Stockwerk. Das war eindeutig eine gut gestellte Falle. Haben uns erst ganz nach unten laufen lassen. Und dann ihre Typen losgeschickt. Da ist gerade einer durch die Tür gebrochen, ich hab's gehört. Und von wo? Inventar ist voll. Schleichen wieder? Ich glaube, das ist hier auch die... Ah, da steht einer. Okay. Ready to fight. Wunderbar. Man kann den auch so ein bisschen lähmen mit dem Blutraub, auch wenn das kein Blut bringt. Es ist trotzdem ein apartes Mittel, um ein wenig Zeit zu gewinnen. Und da stehen die nächsten Schweine. Schon auf uns wartend. Tja, was sollen wir da machen? Ein Blutkessel? Sollen wir es wagen? Okay, da sind die Kleinen. Das ist okay. Wow. Was war das? Ach, er hier.
Das ist ein netter Snack für zwischendurch. Das ist okay. Da kann ich mit leben. Wenn der Typ mir im Nahkampf gefährlich werden will. Das ist okay. Und auch du kannst mir gerne dein Blut geben. Das ist ebenfalls ein apartes Mittel, um weiterzukommen. So. Und da hat uns der Sabbat im Prinzip schon einen Gefallen getan, denn wir sind voll und die Jungs nicht. Vielleicht sind sie auch voll, aber sind auf jeden Fall in der Überzahl gerade. Deswegen haue ich da mal einen Kessel raus. So sollte das eigentlich die ganze Zeit gehen, wenn man einen Bruja spielt zum Beispiel. Dann sind die alle relativ schnell Geschichte. Die Menschen sowieso. Aber auch die Vampire sollte man eigentlich ganz elegant aus dem Verkehr ziehen können. Okay, den haben wir gekriegt. Ich muss direkt. Entschuldigung. Den konnte ich nicht mehr unterdrücken. Hinterhältige Schlange, du. Was machst du denn da? Okay. Dämliche Fliege fliegt mir die ganze Zeit auf die Hand. Oh, hi. Hast du dich versteckt da? Ist nicht so gut für dich. Der Killer-Tremere kommt. Und wenn der Killer-Tremere kommt, dann ist man am besten direkt schon auf einem Baum. Nur so als kleinen Tipp. Für kleine Sabbat-Arschlöcher. So, jetzt könnten wir nochmal so ein Blutpüppchen gebrauchen. Das wäre richtig gut. Haben wir schon einiges jetzt an Blut rausgehauen. Und auch schon ein bisschen schwer heilbaren Schaden eingesteckt. Ich guck nochmal eben, hier sind schon mal in unserem Schimmischgefäß 3 drin. Das hilft uns doch schon weiter. Was? Was bist du denn? Wenn du mit dem Messer um die Ecke kommst. Ja, richtig übermütig, die Kleinen, wa? So. Kurz warten. Gucken, wer da durch Wände schießen ist nicht, Freundchen. Jetzt machen wir das nämlich auch einfach. So, gib mir mal eben dein Blut. Das brauche ich gerade ganz dringend. Okay, hier scheint relativ safe.
Schnappen wir uns mal das Blutpüppchen. Füllen uns auf. Ich will den nicht umbringen, weil ich nicht weiß, ob ich dann Menschlichkeit verliere. Deswegen lasse ich das. Was euch wundert. Hier haben sie ganz viele Uzis geparkt. Warum ich ein bisschen zögerlich bei denen bin. Aber ich will nicht noch mehr Menschlichkeit verlieren. Du kannst mir nochmal eben dein Blut geben. Vielleicht heilt mich das noch ein bisschen. Aber nein. Der schwer heilbare Schaden heißt so, weil er schwer heilbar ist. Macht ja auch Sinn. Aber beim Trinken heilt er sich. Das ist doch schon mal gut. So. Typen, die uns angreifen, kann man immer trinken. Hier wäre noch ein Blutpüppchen, das merken wir uns mal. Und wir speichern einmal. So. Gut, gespeichert haben wir. Geben wir dem Typen jetzt nochmal richtig kräftig. Zack, da ist er gewesen. Und das meine ich im Übrigen auch mit suizidalem Verhalten. Der derartig mit seinem Leben umgeht und sich quasi völlig in den Kampf wirft. Ohne Chancen auf einen Sieg oder mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg. Der gehört für mich schon, gehört für mich eher zu den dummen Leuten. Ich würde mich nicht auf einen Kampf einlassen, wenn ich nicht weiß, dass ich eine Chance habe. Jetzt habe ich natürlich meinen Blutraub hier aufgegeben. Da haben wir ihn. Okay, das war fast schon unnütz. Aber die Jungs mit dem schwer heilbaren Schaden, die will man schnell zur Seite haben. Ah, die Typen haben keine Augen mehr. Ist das fies. Die stehen da rum. Völlig blind und sind nur dafür da, verballert zu werden. Das ist schon, das grenzt schon echt an richtig eklige Taktiken. Okay. Wir nähern uns dem Zentrum dieser Horde. Das sieht schon ziemlich übel aus. Okay. Das sind doch schon mal ganz andere Dinger hier. Dann machen wir mal hier eben eine Blutheilung. Und dann gibt's einen Blutkessel von mir persönlich für euch. Zack, da sind schon mal zwei weg. Dann haben wir noch ein Schnuggimäuschen hier. Das Schnucki-Mäuschen kriegt jetzt einmal ein paar mit dem Schwert. Und dann den Blutraub auf die... Sieh hin. Da ist sie. Okay. Ist schon ein bisschen ätzend, was die da machen. Besonders hinsichtlich quasi dem Fakt, dass ich jetzt Nahkampf gemacht habe. Ich hätte auch einfach Fernkampf benutzen können, um das viel platt zu machen. Naja, du hast da gar nicht so viel Lust drauf, dich mit mir zu boxen, habe ich so das Gefühl. Ist auch, glaube ich, besser für dich. Mal gucken. Ja, das Blutpüppchen war da oben. Komme ich natürlich nicht mehr ran. Und jetzt haben wir wenig Blut. Gucken wir nochmal, was der Chimischkessel aufgesammelt hat. Zwei Blutpunkte, besser als kein Blutpunkt. Dann hauen wir den Typen nochmal eben zu Brei hier. Okay. Ich muss jetzt schon sagen, der Sabbat bietet hier schon einiges auf. Man kann sich nicht beschweren.
Was sind die denn auf einmal so stark? Was hat der eine Typ da ausgehalten hier, er hier? Derartig viel auf ihn draufgeknallt. Krasser Typ. Ganz schön viel ausgehalten. So, oh, oh, oh. Okay, den einen Typen, den müssen wir uns jetzt im Nahkampf krallen. Weil ich das Blut haben will. Jawohl. Kann ich mich heilen? Das wäre richtig Premium. Danke sehr. Und dann hier, guckt euch das an. Hier schlafen die Schweine. In so improvisierten Särgen. Hier komme ich nicht durch. Aber wir brauchen auch eigentlich kein Blut. Also keine Notwendigkeit, mich da jetzt... Okay, das läuft ganz gut. Das geht alles. Er hat sogar gewartet, bis ich seinen Kumpel ausgetrunken habe. So, Leute. Der nächste Raum steht vor uns. Aber die Folge hat schon leichte Überlänge. Das heißt, was wir weiterhin erleben und wer der Chef des Sabbats ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.